heute gibt es bei uns ein Joghurtbrot. Ich möchte also heute mit euch backen. Und zwar brauchen wir für das Joghurtbrot 240 Gramm Wasser, 10 Gramm Hefe, einen Teelöffel Honig, 350 Gramm Weizenmehl und 150 Gramm Roggenmehl. Weizenmehl Typ 1150, so. 100 Gramm Joghurt. Joghurt könnt ihr ersetzen durch Quark oder Schmand. Ich nehme Schmand. 2 Teelöffel Salz. Und 2 Esslöffel Balsamico-Essig weiß. So, und dann starten wir auch schon. Das wird heute im Thermomix gemacht. Schüps. Ich euch dazu. So, dann starten wir auch schon mit 240 Gramm Wasser. Und der Hefe. Ich zerbrösel mir die Hefe immer. Dann löst sie sich schneller auf. So. Ich mache hierbei jetzt schon den Honig. Das ist einfach, dann kann die Hefe schneller aufgehen. Ein Teelöffel, ich mache das mal so nach Gefühl. Dann wird das 2 Minuten auf 37 Grad, Stufe 2, erwärmt. So, die 2 Minuten sind um. Jetzt geben wir die restlichen Zutaten dazu, das heißt das Mehl. Aber bitte in die Schüssel, nicht neben dran. Dann die 2 Teelöffel Salz. Dann kommen dazu 100 Gramm Schmand. Brauche ich die Waage. Und 100. So, dann der Balsamico-Essig, 2 Esslöffel. So. Das wird jetzt 3 Minuten auf der Teigknetstufe geknetet. So, die 3 Minuten sind um. Ich habe mir hier meine Glasschüssel von der KitchenAid schon besprüht mit Backtrennspray und habe etwas Mehl reingegeben. So sieht der Teig aus. Ach, und der riecht so mega gut. So. Dann drehe ich unten an der Schraube und dann fällt der Teig einfach so raus. Ich habe hier eine Hilfe. Das ist der Thermidreher. Also er löst sich eigentlich relativ gut. Es klebt auch nicht mehr ganz so viel. So. Ich knete den einmal in der Schüssel zu einer Kugel. So, so sieht es dann aus. Und den gebe ich jetzt für circa 1 bis 1,5 Stunden an einen warmen Ort zum Gehen. Und
Wenn die Zeit um ist, hole ich euch nachher einfach wieder dazu. Bis später. Hi meine Lieben, ich muss jetzt leider so reden, weil das Mikro leider aus war. Also, das ist jetzt der Teig, der 1,5 Stunden gegangen war. Der sieht so aus. Den nehme ich jetzt raus. Aus der Schüssel. Ich bemehle mir noch die Arbeitsfläche. Dann wird der Teig aus der Schüssel genommen und auf die bemehlte Arbeitsfläche gelegt. Und jetzt wird er gefaltet, also immer von außen in die Mitte. Und das macht ihr so oft, bis ihr merkt, dass der Teig Spannung bekommt. Ja, das ist einfach, wie gesagt, dafür da, dass der Teig an der Oberfläche Spannung bekommt. Und desto öfter ihr das macht, desto lockerer wird quasi euer Brot oder Brötchen oder, keine Ahnung, halt eben das, was ihr gerade macht. Dann wird es nochmal auf der Arbeitsfläche gedreht. So erhaltet ihr noch mehr Spannung. So. Und so sieht das dann aus. Dann habe ich mir hier meinen Ofenzauberer, Zaubermeister, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie er heißt. Den habe ich mir mit selbstgemachtem Backtrennmittel eingefettet und habe da noch etwas Mehl reingemacht. Dann kommt das Brot da hinein. Dann wird es etwas befeuchtet mit Wasser. So. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann holt ihr euch einfach ein spitzes Messer und ritzt oder schneidet das einfach etwas tiefer ein. Wie ihr das einschneidet, bleibt natürlich euch überlassen. Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Und ja, schön etwas tiefer einritzen. Und dann werden die Ritzen noch etwas mit Wasser bepinselt. Und darüber gebe ich jetzt noch Mehl. Das ist aber auch komplett optional und euch überlassen. Ich finde es einfach mit Mehl viel, viel schöner. So, und wenn ihr das auch in dieser Form von The Pepper Chef macht, das kommt auf den Rost. Also nicht auf eine Fettpfanne oder sonstiges. Das wird jetzt in den kalten Backofen bei Ober- und Unterhitze auf 240 Grad 45 bis 50 Minuten gebacken, je nach Ofen. 5 Minuten bevor das Brot fertig ist, mache ich immer den Deckel runter. Also bei mir ist das Brot 45 Minuten im Ofen und bei 40 Minuten nehme ich den Deckel ab. Weil wir wollen es immer etwas knuspriger und dunkler. Wie gesagt, bei Ober-Unterhitze 240 Grad, 45 bis 50 Minuten gebacken. Und wenn es fertig ist, dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, das Brot ist jetzt fertig gebacken. Es war, wie gesagt, 45 Minuten im Ofen. So sieht es dann aus. Und wir holen das jetzt mal gemeinsam aus der Form. Es hat schon ein paar Minuten da gestanden, dass es auch etwas abgekühlt ist. So sieht das dann aus. Ja, ihr könnt es jetzt leider nicht hören, wie schön knusprig das war, weil eben leider das Mikrofon aus war. Es tut mir sehr leid. Ja, und hören könnt ihr, ob das Brot fertig gebacken ist, wenn ihr unten drauf haut und es hört sich eben hohl an. Dann ist das Brot fertig. Ich hoffe, dass euch trotzdem das Video gefallen hat und würde mich über einen Daumen hoch freuen.